Hallo Pilzfreunde, ich bin heute auf Fototour und möchte euch mal etwas ganz Besonderes zeigen. Ja, ich bin heute mit der Fotokamera unterwegs, habe meine Ausrüstung dabei und ich habe hier drüben in dem Gebüsch gerade etwas sehr, sehr Schönes entdeckt. Das möchte ich euch unbedingt zeigen. Das ist wirklich ein wunderschöner Pilz, für mich auch persönlich ein Erstfund. Und ja, den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir gehen jetzt einfach mal in dieses Gebüsch rein und da habe ich eben vorhin etwas leuchten sehen und das ist wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Das ist der scharlachrote Prachtbecherling, also wirklich ein wunderschöner Pilz. Für mich, wie gesagt, ein Erstfund, noch nie gefunden bei uns. Und das ist auch ein typischer Winterpilz, muss man sagen. Der wächst also in den Wintermonaten. Ich gehe mal ein bisschen hier rüber. Ja, den kann man also so in etwa November bis März finden. Da bildet der Pilz die Fruchtkörper aus. Ist ein Zersetzer, der wächst hier überall auf Holzstückchen. Ihr seht schon hier überall auf den Ästen ist der zu finden. Ja, also hier die Gruppe sieht natürlich sehr schön aus. Ich gehe hier noch mal ein bisschen rüber. Das sind wirklich eine ganze Menge, die hier stehen. Also hier in dem Moos, das sieht natürlich auch sehr hübsch aus. Ja, wie gesagt, ich werde hier jetzt mal meinen Fotokram aufbauen, versuche ein paar schöne Fotos zu machen. Aber das ist natürlich eine Sache, das hat sich heute definitiv gelohnt, hierher zu kommen. Also ist wieder ein reiner Zufallsfund. Wie gesagt, das erste Mal gefunden, wunderschöner Pilz. Ihr seht schon diese tollen Farben, also im Inneren dieses starke, kräftige Korallenrot, Scharlachrot. Außen etwas heller der Pilz, so schaut er aus. Also der wäre sogar essbar, meines Wissens, aber die bleiben hier natürlich stehen, sind einfach viel zu schön. Also, naja, jetzt sehe ich gerade noch was hier im Hintergrund. Vielleicht seht ihr das hier an dem Ast. Da sind Drüslinge dran. Das könnte jetzt hier der warzige Drüsling sein. Kann ich jetzt nicht so auf Anhieb sagen. Also auch hier ist schon wieder ein Pilz zu finden, der sich vielleicht für ein Fotomotiv auch schon wieder lohnt. Freunde, das war es heute eigentlich schon mit diesem kleinen kurzen Video, aber diesen tollen Fund von so einem wunderschönen Pilz wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Ich habe für dieses Jahr geplant, noch mal ein Video zu machen zur Pilzfotografie, also da wird es auf jeden Fall ein Video geben. Im letzten Jahr habe ich das nicht mehr geschafft, war eigentlich schon geplant. Also dann stelle ich mal ein bisschen vor, wie ich das mache, welche Technik ich verwende und was sinnvoll ist und so weiter. Und es wird da vielleicht ein paar Tipps von mir geben. Ich bin natürlich kein Fotoprofi, bin hier auch nur Amateur, aber meine Erfahrung teile ich euch natürlich gerne mit. Und naja, den ein oder anderen Tipp kann vielleicht jemand gebrauchen. Ja, wie gesagt, das war's momentan von mir. Ich bin hier noch ein bisschen unterwegs, suche natürlich ein bisschen weiter nach Fotomotiven. Aber das war natürlich ein richtig toller Fund. Wie gesagt, der scharlachrote Prachtbecherling, also für mich auch definitiv ein Erstfund gewesen. Ja, wie gesagt, ich werde mich jetzt von euch verabschieden und vielleicht sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss!